Sehr geehrter Präsident, sehr geehrte Kollegen, liebe Zuschauer. Seit 2011 ist es grundsätzlich wieder möglich, Windkraftanlagen auch in Wäldern zu errichten. Das Verbot aus dem Jahr 2005 wurde aufgehoben. Damit steht prinzipiell auch das bewaldete Viertel der Fläche NRWs für saubere Energieerzeugung zur Verfügung. Vor dem Hintergrund, dass der Anteil der durch Windkraft erzeugten Energie von derzeit rund 3% auf 15% in 7 Jahren steigen soll, ist es dringend erforderlich, sämtliche geeigneten Standorte zu betrachten. Eine wesentliche Voraussetzung für Windräder in Wäldern ist in der Regel eine Nabenhöhe der Anlagen von mehr als 100 Metern. Erst ab dieser Höhe ist es dort relativ konstante Windströmung zu erwarten, die die effiziente Nutzung erlaubt. Solche Anlagen überhaupt zu bauen zu können, ist Folge des technischen Fortschrittes. Wir stehen zu diesem Fortschritt, denn gerade die Weiterentwicklung der Anlagen zur Nutzung regenerativer Energieträger ist die Voraussetzung für eine erfolgreiche Energiewende und damit für den Klimaschutz, der eben auch für unsere Wälder überlebenswichtig ist. Nun wollen Sie, liebe Kollegen der FDP, genau diesen Fortschritt aufhalten mit dem Argument, die Wälder schützen zu wollen. Ab jetzt kommt der Teil, der gesagt wurde, da wird auf den Leitfaden Rahmenbedingungen für Windenergieanlagen auf Waldflächen in Nordrhein-Westfalen eingegangen. All das ist schon gesagt worden. Ich habe das Ding mal mitgebracht, ausgedruckt, passend für die FDP. Ich fände es schön, wenn mir das von euch jemand abnehmen könnte, um das mal zu lesen. Da sind eigentlich alle Fragen drin beantwortet, die Sie so aufwerfen in Ihrem Antrag. Und mir bleibt eigentlich fast nur zu sagen, ich finde das skandalös, was Sie hier abziehen, diese Nummer. Ich finde das unerträglich. Ich habe auf meinem Platz gesessen gerade und ich habe gekocht bei diesem Vortrag. Und das ist total unglaubwürdig. Dass die FDP jetzt die Umweltschutzpartei sein soll, ist mehr als unglaubwürdig. Das ist einfach lächerlich. Und Sie müssen mir auch mal erklären, wie Sie das begründen wollen, dass Sie hier einen auf Umweltschützer machen wollen. Was wollen Sie denn statt der Windräder haben? Die Braunkohlekraftwerke über das ganze Land verteilt? Wo wollen Sie die denn hinstellen? Ja? Das ist doch der Punkt. Die Naturschutzverbände haben Sie noch erwähnt. Ich möchte da mit einem Zitat von Holger Sticht schließen, Vorsitzender des Bund NRW. Der FDP empfehle ich für die Zukunft, sich vor Erstellung eines solchen Antrags mal mit uns auseinanderzusetzen. Dann hätten Sie sich diesen peinlichen Fauxpas ersparen können. Ich habe dem persönlich fast nichts mehr hinzuzufügen, außer Roffelkopter GTFO. Vielen Dank. Dankeschön, Herr Schmalmann.